Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Zombie-Apokalypse. Alles ruhig. Okay, wunderbar, wunderbar. Ja, eigentlich geht es direkt weiter im Geschäft. Die Kartoffeln, die Kartoffeln. Kartoffeln sind noch nicht fertig, Kaffee auch noch nicht. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Aber der Mais ist schon. Ja, nicht zu verachten, möchte ich mal so behaupten, hier aus unserer kleinen Gärtnerei. Ja, da craften wir uns natürlich erstmal ein paar Seeds wieder. Was brauchen wir denn da wieder? 6 Stück, glaube ich. Wobei, es kommen, glaube ich, mehr raus. Es kommen, glaube ich, mehr raus, oder? Gucken wir mal schnell. Dann machen wir ein bisschen was. Sehen das gleich wieder an, dann haben wir das auch wieder hinter uns, dann kann das wieder fröhlich vor sich hin wuchern, das ganze Zeug hier. Und wir haben Tag 11, das heißt, wir können hier noch ein bisschen was machen. Dann vielleicht auch endlich das Ganze hier aufs Dach umziehen. Das würde mich mal sehr freuen, wenn wir hier, wie gesagt, das unten hier dann mal eben alles haben und schön ausgegossen. So weit, so gut. Stone, 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 Stone. Haben wir noch ein bisschen was? Werden wir gleich wieder anfeuern, das Ding hier. Genau. So. Sehr geil. Unser Crafting-Skill, der steigt wohl auch, wenn man hier über die Forge was macht. Wusste ich gar nicht. So. Dann können wir hier doch. Können wir schon wieder frischen Zement anrühren? Ja, wir werden uns hier noch ein bisschen drauf konzentrieren, glaube ich, auf das Ausbauen hier unseres kleinen Bunkers. Denn am nächsten Tag kommen ja die Hunde. Dann hätten wir eigentlich mal Zeit, wieder in die Stadt zu gehen. Da würde ich auch gern mal ja, hier so ein bisschen Strategie reinbringen, Abfarmen der Gebäude. Vielleicht, dass wir hier so schlangenlinienmäßig durchgehen. Das wäre, glaube ich, ganz passend. Dazu sollten wir natürlich auch erstmal ein bisschen Munition uns hier, ja, gießen. Das können wir aber dann alles relativ knapp vor unserer kleinen Runde hier erledigen. Des Weiteren brauchen wir hier unten noch einen ganzen Sack voll Spikes. Ja, ich dachte mir, da hinten wären schon wieder welche unterwegs. Okay, hier den äußeren Ring haben wir ja, glaube ich, fast alles aufgewertet. So. Das sollte er sein. Den inneren haben wir schon komplett. Das ist sehr nice. Hier fehlt noch. Ne, das ist schon im äußeren Bereich. Habe ich mich schon wieder verzimmert? Na, relativ egal eigentlich. Ich würde nach wie vor einfach hier ein bisschen das Ganze weiter unten verstärken und nach Möglichkeit dann noch ein bisschen eben mit Stahl verstärken. Und dann noch so hier ein paar Stützen unten rein, habe ich ja gesagt, so relativ massiv das untere. Das äußere, da können die Zombies ja ruhig über die Spikes hinweg und können sich dann in der Mitte hier ein bisschen versuchen. Lässt sich nämlich relativ schnell immer reparieren, das Ganze. Das finde ich ziemlich nice. So, 2 Stück. Ein Stück. Okay, das läuft aber hier ziemlich gut eigentlich. Okay, da kommt man mit einem Satz einfach so drüber. So, hier einfach. Da war es schon wieder. Ja, dann heißt es jetzt aber auch noch diesen schönen Framekranz außenrum zu setzen. Und ja, ich glaube, die Wand, die lassen wir hier einfach. Ja, die Wand, die lassen wir einfach. Ich würde jetzt aber ganz gern. Na, wo sind denn meine Woodframes? Anfangen hier den kleinen Framering außenrum zu bauen. Und dann dementsprechend müssen wir hier nämlich noch das Häuschen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das verstärken sollen, einfach, dass wir das auch ausgießen oder. Oder platt machen. Platt machen oder ausgießen, das ist die Frage, werde ich mir noch überlegen. Bis dahin werden wir hier einfach so fröhlich noch ein paar
Frames setzen, wie viel Frames brauchen wir? Ich glaube, noch einen ganzen Sack voll, das ist, glaube ich, gar nicht mal so teuer. Machen wir mal 100. Genau, dann läuft das hier schön durch. Während wir hier schön am Ackern sind, dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen Holz brauchen. Glaube ich, immer ganz schwer. Und ansonsten sind wir hier eigentlich soweit mit der Plattform im Grundaufbau ja schon fertig. Habe ich ja das letzte Mal eigentlich schon gesagt. Oder beim vorletzten Mal, dass unser Gestell mehr oder weniger fertig ist. Ich möchte auch sagen, dass das ziemlich massiv ist und ja, da sollten wir eigentlich unsere Ruhe haben mit den Beißern, die allwöchentlich hier vorbeischauen. Denke jetzt nicht, dass das allzu große Probleme machen wird. Von dem her, das passt locker. Und das ist geil, wir produzieren genauso schnell Frames, eher noch schneller, als wir hier eigentlich setzen können. Das ist wirklich cool. Und Holz lässt sich ja dann auch wieder sehr, sehr schnell ein bisschen fast farmen. Und dann eben, wenn wir ein bisschen Zeit haben, können wir wieder in die Stadt. Freue ich mich auch schon drauf, hier ein bisschen mit Schusswaffengebrauch in der Stadt Unfug machen. Das ist immer wieder für gute Laune gut. Und ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Also keinerlei Vorfälle hier in irgendeiner Art seit dem kleinen Problem mit dem drei Horden direkt nacheinander. Aber ja, das war ja eher so ein. Okay. Ich wollte hier gerade abbrechen, weil ich mir dachte, wären vielleicht doch ein bisschen zu viele Frames, aber. So. Die werden wir natürlich alle nochmal ausbauen. Was kostet das pro Ding? 10 Stück. Okay, das ist relativ teuer. Da könnte ich natürlich jetzt auch sagen, setzen wir hier außen die Bars. Das hatte ich, glaube ich, mal kurz in Erwägung gezogen, aber das scheint mir doch ein bisschen sehr teuer zu sein. Und außerdem, es soll ja nur ein Schutz gegen Klettermaxi sein. Alles gut. Genau, gegen die Klettermaxi, denn ansonsten haben wir hier eigentlich wenig zu befürchten. Die Kotzer, die kotzen fröhlich, aber auch nur, wenn sie uns sehen. Das ist ja nach wie vor der Vorteil, dass wir uns hier oben verschanzen können und die unten machen sich hier einfach, also reiben sich an unseren Spikes auf. So, das dachte ich mir fast. Holz ist aus. Nein, Holz ist aus. Gut, dann nehmen wir das mal weg. Da müssen wir dann. Was ist denn heute los? Naja, da müssen wir dann einfach noch einen kleinen Aufgang machen. Sollte jetzt auch nicht so das Problem sein. Ja, Baumfeld. Genau, dass wir natürlich schön hier auf unsere ja, fette Base draufkommen. Und dann könnten wir auch nach und nach ein kleines Häuschen draufsetzen. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, was wir denn für Baumaterial nehmen. Wobei sich natürlich ja, aus Gründen der Einfachheit Holz anbieten würde. Ich weiß aber nicht, inwiefern das gegen Kotzer massiv bleibt. Da wir uns aber während den Angriffen sowieso eher auf der unteren Etage der Plattform befinden werden, müsste es eigentlich schon ausreichen. Wenn es ist, wir können sie auch zweimal mit Holz aufwerten. Sollte dann nicht so ein Problem darstellen. Oh, und hier in der Richtung waren wir, glaube ich, noch fast gar nicht. Ja, nee, da geht es schon wieder Richtung Stadt ein bisschen hoch. Genau, so, das waren so die grundlegenden Überlegungen, was ich so angestellt habe. Und denn wenn ich dort oben jetzt ein Cobblestone-Haus draufsetze, dann sieht es halt einfach nur nach, ja, wieder mal nach Cobblestone aus. Ist sowieso schon ein riesenmassives Ding aus Cobblestone. Da brauche ich dann nochmal die Wände eigentlich auch aus Cobblestone, nur dass sie spucksicher ist. Ja, da freuen sich schon wieder die Zombies über ihr Untotendasein. So, und scheint, als hätten wir schon wieder 1000 Holz. Jawohl. So. Haben wir auch noch ein paar. Oh. Ah, das sind sie ja. Maple Seed.
Könnte ich gleich noch mal ein bisschen anpflanzen hier. Nicht, dass uns auf kurz oder lang hier die Bäume ausgehen. Und wir haben Durst. Durstig sind wir. Könnten wir auch demnächst mal hier einen ganzen Kofferraum, wollte ich schon sagen, einen ganzen Rucksack voll machen mit den Gläsern und uns dann ein bisschen mal was holen. Ah, da oben ist der Spacko Gonzales. Voller Treffer in den Hals. Naja, ein bisschen Maismehl brauchen wir jetzt nicht. Wir wollen noch ein bisschen Holz für den schönen Hausbau. Müsste ich auch mal schauen. Man kann auch, glaube ich, rotes Holz herstellen. Wäre auch eine Premiere zum ersten Mal, seit ich 7 Days to Die spiele, dass ich rotes Holz herstelle. Aus rein dekorativen Gründen. Ja, das wäre wirklich Neuheit. Okay, den Baum machen wir noch und dann passt es. Ich glaube, das reicht dann. Kommen wir schon ziemlich weit damit. Keine Schweine unterwegs. Ich habe hier gerade wieder gesehen, wir haben hier immer noch die Quests eingebrochen. Naja, den Kleinen nehmen wir noch mit. Das ist schnell passiert. Ja, hier Durst. Moderne Kunst. Wir haben unseren Screenshot des Tages entdeckt. Haha, das ist ja cool. Da haben sie sich wohl vergnügt hier ein bisschen. What? Habe ich da nicht? Habe ich da nicht? Doch, da hat er. Dacht mir doch, wir haben doch erst eine gemacht. Nehmen wir hier noch ein minimal ein bisschen was an Stone mit, dass wir wieder ein bisschen Zement anfeuern können. Ja, aber nicht so viel, nicht so viel. Da werde ich jetzt dann noch ein paar Punkte, glaube ich, in das Miner 69er reinbuttern, wenn wir das schon können. Dass das hier noch einen Ticken schneller geht und wir noch ein bisschen mehr rausbekommen. Ansonsten steigt mir der Nächste auf den Hut und sagt, hey komm, der ist Mining Simulator. Könnte man fast meinen, mit den Zombies ist es die letzten Folgen ein bisschen ja, ruhiger, weil wir halt hier doch mehr Augenmerk aufs Bauen gerade geben. Und da fällt mir gerade ein, bevor ich es vergesse, das ist ganz, ganz wichtiges Thema. Irgendwie bin ich gestern, ich glaube gestern war es, habe ich mir wieder so ein bisschen überlegt, wie geht's denn eigentlich mit dem Kanal so vorwärts? Was machst du da? Wie läuft's? Passt der Sendeplan? Und dann bin ich mal zu der Erleuchtung gekommen. Ich weiß, ein bisschen spät nach knapp einem Jahr, an der ich dachte, ist es nicht eigentlich wirklich für manche Let's Plays zu viel, täglich eine Folge zu bringen. Also die Beispiele jetzt einfach 7 Days to Die und da hinten ist ein Yogi-Bär. 7 Days to Die und Subnautica. Denn es ist natürlich auch nicht für jeden möglich, jeden Tag hier sich eine oder 2 Stunden lang Let's Plays von mir anzuschauen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, man könnte ja, wie es eigentlich gang und gäbe ist, hier abwechselnd pro Tag jeweils eine andere Folge bringen. Also einen Tag 7 Days to Die, einen Tag Subnautica. Und da wäre es natürlich sehr interessant für mich, was ihr davon haltet oder ob ihr sagt, nö, ich würde doch ganz gern täglich hier 7 Days sehen. Oder eben täglich Subnautica. Da wäre ich es nachher, nehme ich nämlich nachher gleich im Anschluss auf. Nach der 7 Days to Die Aufnahmesession. Genau, da wäre es interessant, was ihr davon so haltet. Ob ihr da sagt, ich mag das, mir gefällt es. Oder ob ihr sagt, wäre eigentlich wirklich besser, wenn es nur, also wenn es sich immer abwechselt. Insofern wäre ganz cool, wenn ihr mir da Bescheid gebt, wenn ihr reinschreibt, was ihr davon haltet. Machen wir hier normalen Aufbau. Haltet das? Ja, es hält, was es verspricht. Mehr oder weniger. Passt es soweit? Dann müssen wir natürlich das Ganze wieder ein bisschen breiter bauen. Soll dann der Aufgang sein. Denn wir haben ja hier schon Aufgang. Wenn ich dann hier separat nochmal einen Aufgang baue, wird es ein bisschen planlos. Beziehungsweise vielleicht werde ich es sogar machen, dass wir, na, dass wir die Möglichkeit haben, auf direkt auf unser Plateau zu kommen. Dann vielleicht aber von der anderen Seite. Schade jetzt, dass das hier nicht ganz fluchtet, aber ich glaube, das passt. So, jetzt trinken wir aber schnell was.
Ah, ich dachte mir gerade, haben wir überhaupt noch was im Angebot? Okay, haben wir. Haben wir. Und ich freue mich schon so, wenn ich jetzt dann hier oben das Häuschen habe, dass ich ein bisschen aussortieren kann. Es wird wirklich langsam ein bisschen unübersichtlich. Und jetzt die Maple Seeds kommen raus, Glass Jars. Packe ich, glaube in die Feuerstelle rein. Ansonsten höre ich die Untoten aufmarschieren. Ja, die sind noch ein bisschen weiter weg. Oder? Ah, da kommt er schon. So, dann machen wir natürlich die mal wieder kurz platt hier. Oh, also da sind wirklich noch ein paar Probleme mit der Hitbox anscheinend. Ja. Nicht nur kleine Probleme. Wow. Ich sag mal. Was ist denn mit euch schon wieder hier? Eieiei. Kann man es gleich reinpfeifen eigentlich? Komm, komm. Geht nicht. Jawoll. Oh. Weg von meiner Forge, weg von meinem Campfire. So nicht hier. Das wollen wir gar nicht. Hatte ich eigentlich das letzte Mal schon gesagt. Runter von meinen Pflanzen und von meinen ganzen Crafting Stations. Kann echt nicht wahr sein. Wow, Archery Level 11. Ich glaube, ich spinne. Das ist ja echt gigantisch. Wir haben ja auch erst 5 Zombies bis jetzt hier abgeknallt. Da ist natürlich Level 11 schon echter Hammer. Ne, eigentlich ist es absolut jämmerlich und ich frage mich, warum das erst so niedrig ist. So, das nehmen wir natürlich auch mit Moldy Bread. Können wir hier noch was? Ne, kann man gerade nicht essen. Cobblestone Frames weg damit, komm. Walker, nein. Lady. Oh, Munition, Munition. Eier weg. Wow. Ha, how shocking. So, und die andere. Nö. Die hat sich schon verhakepetert. Ah, okay. Na, was mit dir her? Das ist natürlich passend für die, weil die hier wie die Schnecken rumkriechen. So, packen wir das weg. Das packen wir da noch rein. Eigentlich wollte ich hier die zweite Pickaxe reinpacken. Eklige Geräusche. So, was haben wir hier alles? Was haben wir hier alles, was eigentlich raus kann? Die Kacke kann wegkommen. Das kann hier rein. Da können wir gleich wieder ein bisschen einschmelzen. Ansonsten Fackeln bräuchten wir mal, um das Ganze ein bisschen auszuleuchten. Ja. Ansonsten sieht fein aus. Sieht wirklich fein aus. Ich muss hier wirklich endlich das Zeug hier rausbringen. Ich muss hier unbedingt die Forge nach oben bringen. So, 19 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Werfen wir das Ding kurz nochmal an. Theoretisch ist es ja bald egal. Ne, den Beaker nehme ich mit hoch. Das ist mir jetzt ein bisschen zu riskant sogar, den da noch reinzupacken. Ein Beaker, nehmen Sie bitte Platz. Ansonsten, was haben wir hier alles? Okay, hier sind noch ein paar Federn drin. Haben wir hier auch noch, sehr gut. Torches könnten wir dann schnell setzen, bevor wir die Frames noch aufwerten. Das machen wir dann natürlich. Haha, beim nächsten Mal, glaube ich. Also hier die Frames aufwerten. So, wie fangen wir denn an?
Das ist der zentrale. Da können wir eigentlich gleich ein paar hinpacken. Und dann hier jeweils nach innen, oder? Das wird sich sogar fast anbieten. Ja. Und so nach innen? Auf welcher Höhe? Auf der Höhe. Okay. Ja. Torches, Torches. Da machen wir einfach nochmal 30 Stück. 30 Stück klingt gut. So. Und finde ich echt geil, dass man die jetzt wirklich so schön hier alle in den Gürtel quasi craften kann. Nicht wie früher, dass das einfach dann wieder ins Inventar geht. So. Sehr nice. Da werden wir einen ganzen Sack voll Spikes brauchen. So, absolute Ausleuchtung. Wie sieht das aus? Perfekt. Alter, das ist hier absoluter Hammer. Natürlich sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen Zement in Auftrag geben. Läuft soweit ganz gut. Das Ding ist voll ausgeleuchtet. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob das soweit passt. Ansonsten hier perfekt kommen wir nach oben drüber. Es ist zwar hier mit dem Gang ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Ich werde vielleicht doch hier den Aufgang machen. Dass wir hier direkt in der Flucht das Ganze bauen. Wie gesagt, das werden wir aber das nächste Mal machen. Ich hoffe, dass hier keine Zombies drüber laufen können. Weil man hier sieht, wenn ich hier drüber laufe, dann kann ich einfach drüber laufen. Ohne zu springen. Komischerweise. Naja, wir werden beim nächsten Mal dann weitermachen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sind gut in der Zeit, natürlich, wie immer. Ich bin absolut begeistert, freue mich auf das nächste Mal, wenn es dann ja, hier Schlägerei mit den Hunden gibt und dann in Aussicht auf den Stadtausflug. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, auch in Bezug auf meine geplante Sendeplanumstellung, dass, wie gesagt, 7 Days to Die nur noch alle 2 Tage kommt und Subnautica alle 2 Tage, was natürlich im Endeffekt auch wieder ein bisschen Platz bringt für eventuelle Angezockts oder andere Spiele. Kann man ein bisschen Variation reinbringen, das wäre ganz interessant vielleicht. Und von dem her, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.